16.2, Wahl eines Generalsekretärs, einer Generalsekretärin. Dafür gebe ich das Wort an Annegret Kramp-Karrenbauer. So ist es. Die Vorsitzende hatte gestern ja angekündigt, dass sie diesen Punkt heute aufrufen will. Jetzt also lässt sie die Katze aus und sagt, wer wird Generalsekretär? Ja, liebe Delegierte, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, zuerst einmal ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich, dass so viele, die ich gestern Abend noch relativ spät auf dem Hamburger Abend gesehen habe, heute auch sehr diszipliniert und doch relativ gut aussehend auch wieder hier im Saal sind und dass wir gemeinsam auch wirklich gute Grußworte und Berichte gehört haben, die noch mal deutlich machen, was vor uns liegt an gemeinsamer Arbeit. Und gemeinsame Arbeit, das ist auch das Stichwort für die Personalentscheidung, die ihr jetzt zu treffen habt, und das Stichwort für den Vorschlag, den ich euch gerne unterbreiten würde. Es ist vollkommen richtig, dass eine Vorsitzende, ein Vorsitzender eine Partei nie alleine führen kann, sondern dass man dazu immer die große Gemeinschaft braucht, die Gemeinschaft der Partei sowieso, aber natürlich insbesondere auch ein besonderes Team. Und deswegen habe ich von dem Moment an, als ich entschieden habe, dass ich mich zur Kandidatur stelle, bewerben werde um das Amt der Parteivorsitzenden, natürlich auch überlegt, wie dieses Team aussehen könnte. Und ich habe das vor allen Dingen unter der Maßgabe getan, meiner Erfahrungen, die ich jetzt seit Februar selbst als Generalsekretärin dieser Partei gemacht habe. Im Blick auf die Frage, wie arbeiten wir in dieser Partei, wie diskutieren wir, was habe ich erfahren bei der Zuhörtour, wie sind die Abläufe, wie sind die politischen Prozesse, die politische Auseinandersetzung. Und da ist noch mal ganz deutlich geworden, dass wir, und auch davon war gestern die Rede, in dem Prozess der Erneuerung, den wir gestartet haben und den wir jetzt konsequent weitergehen müssen, dass wir in diesem Prozess der Erneuerung zum einen den großen programmatischen Teil haben. Das werden wir nachher im Anschluss ja über die Leitfragen auch entsprechend auf den Weg bringen. Aber es ist eben auch die Frage, wie wir in unserer Mitgliedschaft insbesondere mehr jüngere Mitglieder zum Eintritt in die Partei bewegen, wie wir unsere Arbeitsweise in der Kommunikation mit den Mitgliedern besser aufstellen und auch wie wir mit Blick auf die neuen Kommunikationswege, auf die neue Art, parteipolitische und politische Auseinandersetzungen zu führen, wie wir das professioneller und besser tun können, als wir es bisher in der Vergangenheit getan haben. Und aus all diesen Gründen heraus habe ich sehr früh für mich ein Profil entwickelt und gesagt, ich möchte jemand und an meiner Seite haben und ich brauche jemand in meinem Team, der zum einen das Signal gibt, dass die nächste Generation in dieser Partei mit eingebunden ist in die Verantwortung, möchte jemand in meinem Team haben, der gezeigt hat in einer eigenen Organisation, dass er genau das, was ich angesprochen habe, umsetzen kann. Und möchte jemand in meinem Team haben, der sich insbesondere um den letzten Punkt, den ich angesprochen habe, nämlich die Arbeitsweise, die neue Kommunikation, dort, wo wir moderner und besser werden müssen, Ralf Brinkhaus hat eben auch davon gesprochen, wo wir in eine andere Auseinandersetzung gehen müssen, der das entsprechend darstellen kann. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in der CDU ein besonderes Glück. Wir haben das Glück, dass wir die größte politische Jugendorganisation in ganz Deutschland, ich glaube, gestern hat jemand gesagt, sogar in ganz Europa haben. Das ist ein großer Schatz. Aber wenn das so ist, dann müssen wir die Mitglieder der Jungen Union auch in die Verantwortung einbinden. Dann müssen sie sozusagen auch mit Hand anlegen können in dieser Partei. Und deswegen möchte ich euch gerne den Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, zur Wahl als unserem Generalsekretär vorschlagen. Und ich will das an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Ich habe mich eben noch mal rückversichert.
Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte der Bundespartei, dass ein amtierender Bundesvorsitzender der Jungen Union in das Amt eines Generalsekretärs wechseln würde. Ich muss sagen, Landesverbände sind da an der einen oder anderen Stelle schon weiter. Und soweit ich das überblicken kann, waren das immer sehr gute Erfahrungen. Auch das hat mich geleitet. Lasst mich aber einen zweiten Punkt ganz persönlich ansprechen, weil es ja da auch immer viele Spekulationen gibt. Als ich sozusagen meine Stellenbeschreibung für mich im Kopf hatte, habe ich sehr früh unter anderem mit Paul auch das persönliche Gespräch gesucht und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, an meiner Seite diese Aufgabe zu übernehmen. Und Paul hat mir damals gesagt, das sei sehr reizvoll, aber er müsse mir absagen, weil er auch in der besonderen Verpflichtung steht, in einem Rennen um den Parteivorsitz mit insbesondere zwei guten Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen, dass sein Herz und seine Loyalität auch diesen beiden Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen gilt. Und das schätze ich, das ist auch richtig so, dass man zu seinen Loyalitäten steht. Aber gestern Abend oder nach der Wahl habe ich das noch mal für mich überlegt und habe gesagt, es fühlt sich immer noch richtig an, genau diese Entscheidung zu treffen und Paul noch mal zu fragen. Und wir haben gestern Abend spät am Rande der Tanzfläche, auch dafür ist ein Parteiabend ganz gut, noch mal uns unterhalten, haben uns unterhalten, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen. Und ich sage ganz offen, ich bin sehr froh, dass Paul mir gestern Abend zugesagt hat, dass er in dieses Team kommen will. Und es ist auch der klare Befund, dass eines nicht stimmt, was heute an der einen oder anderen Stelle geschrieben wurde. Ja, wir haben einen Wettbewerb gehabt. Ja, wir haben gestern eine Entscheidung gehabt, auch eine klare Entscheidung. Aber nein, diese Partei ist nicht gespalten. Wir haben alle die Aufgabe, an der Einheit dieser Partei zu arbeiten. Ich will das gemeinsam mit Paul Ziemiak tun. Und ich bitte euch um euer Vertrauen und eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, da ist ja der Vorschlag der Parteivorsitzenden Paul Ziemiak aus Sicht von Annegret Kramp-Karrenbauer eine intelligente Wahl. Er ist jung, konservativ, Vorsitzender der großen JU. Er hat die europäische Komponente, indem er in Stettin geboren ist. Und er kommt aus Nordrhein-Westfalen, dem stärksten Landesverband. Das ist natürlich wirklich ein Fund, was er da auf die Waage bringen kann. Für die Vorsitzende aus seiner Sicht ist es natürlich auch eine Möglichkeit, hier ein Karrieresprungbrett zu bestreiten. Aber so ganz sicher war er sich da ja nicht. Und jetzt werden wir ihn selber hören. Ja, liebe Annegret, liebes Tagungspräsidium, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Paul Ziemiak. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Wir haben einen kleinen Sohn. Und ich lebe mit meiner Familie im Sauerland. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2014 Bundesvorsitzender der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU, der größten politischen Jugendorganisation in Europa. Das stimmt. Ich komme aus dem Sauerland. Gestern Abend am Rande dieser Tanzfläche und davor, als es verschiedene Gerüchte gab, sagten manche, das war gestern ein, für viele, die gestern mit dabei waren, ein Tag so, wie sie sich ihn nicht gewünscht haben, weil sie jemand anderes unterstützt haben. Und das galt insbesondere für viele in meinem Bezirksverband im Sauerland. Und dann sagten manche, Mensch, selbst wenn du so ein Angebot bekommst, einen Tag danach, wenn du aus dem Sauerland kommst, dann kannst du das doch schwer annehmen. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, das ist ein Argument, aber hier heute geht es nicht um den gestrigen Tag, es geht auch nicht um einzelne Personen, sondern ich bewerbe mich bei Ihnen und euch heute als Generalsekretär der CDU Deutschlands, weil es um diese Partei geht und weil ich glaube, dass wir gemeinsam viel erreichen können, weil heute etwas Neues beginnt, liebe Freunde. Etwas Neues beginnt, weil wir auf etwas aufbauen können. Auf etwas aufbauen können und ich persönlich, nämlich auch dem, was wir in der Jungen Union gemacht haben. Ich erinnere mich an den Deutschlandtag der Jungen Union in Hamburg im Herbst 2015 in der Flüchtlingskrise. Wir haben so lange debattiert,
dass wir einen Sonderdeutschlandtag einberufen mussten, weil wir mit den sonstigen Anträgen nicht fertig geworden sind. Warum haben wir debattiert? Über was haben wir debattiert? Wir haben über die Frage Obergrenze oder Nicht-Obergrenze diskutiert. Das war ein Deutschlandtag. Manche haben gesagt, das ist doch irre, dass man jetzt einen Sonderdeutschlandtag danach macht, weil die Diskussion zu lang war. Meine Damen und Herren, das war ein Deutschlandtag, in dem Delegierte aufgestanden sind und haben gesagt, unser Land hat die Grenzen seiner Möglichkeiten erreicht, mehr geht nicht. Andere sind aufgestanden innerhalb der Jungen Union und haben gesagt, ich bin aktiv in einer Flüchtlingshilfsorganisation. Ich finde, das ist auch unsere Verpflichtung. Beide Seiten gab es bei der Jungen Union. Deswegen haben wir stundenlang über diese Frage diskutiert. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das gilt sowohl für die Junge Union als auch für die CDU. Es gibt keine andere Partei in diesem Land, wo alle gesellschaftlichen Gruppen zu Wort kommen und diskutieren. Und darauf können wir besonders stolz sein. Wir können stolz sein über das, was wir diese letzten Wochen erlebt haben als Partei auf den Regionalkonferenzen. Und es wäre auch übrigens nur möglich und war nur möglich, weil wir eine Auswahl hatten. Lieber Friedrich Merz, lieber Jens Spahn, das war die Ursache, dass so viele auch gekommen sind und mitdebattieren wollten. Und deswegen geht es jetzt darum, diese Debattenkultur zu erhalten, einzupflegen in eine Struktur, in einen Grundsatzprogrammprozess. Viele haben gesagt, na ja, wie soll man denn einen personellen Wechsel schaffen? Und wie soll denn dann am Ende die Auswahl sein? Die CDU hat doch keinen. Wir haben gezeigt, es gab 3 ausgezeichnete Bewerber. Wir haben Erneuerung auch geschafft bei der Regierungsbildung. Und jetzt geht es darum, die Partei zu erneuern. Und die Partei zu erneuern, liebe Freunde, mit einem klaren Kurs und einer klaren Sprache. Wir müssen die Partei des Rechtsstaats sein. Übrigens, die immer zum Rechtsstaat steht. Ich habe manche gesehen, die bei der Frage Anis Amri gesagt haben, na ja, jetzt hat in einer Instanz ein Verwaltungsgericht entschieden, man müsse ihn zurückholen. Das ist ja alles wieder eingeholt. Und haben gesagt, na ja, Entscheidung eines Verwaltungsgerichts. Ja, das stimmt. Wenn ein Verwaltungsgericht entscheidet, dass jemand hier bleiben kann, dann ist das gut. Aber meine Damen und Herren, ich rufe all denen zu, die da auf die Barrikaden gegangen sind. Dazu gehört auch, dass man auf der anderen Seite sagt, wenn ein Verwaltungsgericht in Deutschland entscheidet, dass jemand das Land verlassen muss, dann ist das auch Rechtsstaat, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür muss die CDU stehen. Und wir haben doch jetzt auch eine Debatte bei der SPD wieder über die Frage Hartz IV. Es lässt diese Partei nicht los. Ich habe genügend Diskussionen auch mit meinen Kollegen von den Jusos geführt. In Talkshows, auf Podien, vor Schülern. Und da geht es immer um die Frage Hartz IV und Superreiche. Ja, das muss man diskutieren. Aber wenn wir eine Stunde debattieren, darf man nicht 59 Minuten darauf verwenden, über Hartz IV und Superreich zu diskutieren, sondern über alle, die auch dazwischen sind. Auch das erwarten die Leute von uns. Ganz normale Familien, diejenigen, die fleißig sind in diesem Land. Und es geht darum, zu seinem Regierungshandeln auch zu stehen. Anders als beispielsweise die Grünen, die beim Hambacher Forst, als sie Regierungsverantwortung hatten, Ja gesagt haben und am Ende diejenigen waren, die das gebilligt haben, wie dort auch mit Polizistinnen und Polizisten im Hambacher Forst umgegangen wurde, liebe Freundinnen und Freunde. Auch da muss die CDU die Partei des Rechtsstaats, der Polizei sein. Liebe Freunde, und dann geht es um die Frage, wie gewinnen wir die Wählerinnen und Wähler zurück, die uns mal gewählt haben und jetzt eine andere Partei gewählt haben oder gar nicht mehr zur Wahl gegangen sind. Und ich finde, das macht man mit dieser klaren Sprache und diesem klaren Kurs, auch mit der Debatte innerhalb der CDU und dann auch mit einem Bekenntnis zu unserem Land. Ich habe einen JU-Verband erlebt, der ist auf eine Demonstration gegangen gegen Rechtsextremismus. Und diese Mitglieder der Jungen Union haben die Deutschlandfahne mitgenommen auf diese Demonstration. Und da haben sich manche gewundert. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir gegen diejenigen, die das missbrauchen, vorgehen wollen,
auch ein klares Bekenntnis abliefern wollen, dann gehen wir auf diese Veranstaltung gegen rechte Gewalt und nehmen unsere Deutschlandfahnen mit und singen unsere deutsche Nationalhymne, weil es unsere gemeinsamen Symbole sind, auf die wir stolz sind. Liebe Freundinnen und Freunde. Und dann gab's noch ein Argument gestern. Die haben gesagt, überleg dir das. Es gibt Wahlen im kommenden Jahr. Europawahlen, wie sollen das ausgehen? Liebe Freunde, wir brauchen keine Angst vor dieser Europawahl zu haben. Wir sollten uns freuen auf diesen Wahlkampf mit Manfred Weber auf der Spitze als CDU und CSU, weil wir diese Wahl gewinnen werden, weil wir die Europapartei sind in Deutschland. Liebe Freunde, ich freue mich auf diesen Wahlkampf, den wir führen würden. Und nach allem, was passiert ist, zwischen CDU und CSU wird es unserer gemeinsamen Union guttun. Und ich freue mich auch auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr, weil ich auch überzeugt bin, dass wir mit viel Einsatz, mit tollen Teams vor Ort erfolgreich sein werden. Mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übrigens auch im Adenauerhaus. Und ich denke gerne zurück an Connect 17, als wir Haustürwahlkampf gemacht haben, digital unterstützt. Ich wünsche mir, dass wir dort weitermachen. Mit Connect 21, mit vielen, die mithelfen wollen. Liebe Freundinnen und Freunde, darum bewerbe ich mich heute hier, weil ich an diesen Aufbruch, an das Morgen und weil ich vor allem an die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, die stolzeste Volkspartei in Europa, glaube. Lasst uns zusammen glauben, lasst uns zusammen kämpfen und lasst uns am Ende zusammen gewinnen. Dankeschön. Ja, und da bekommt ihr doch ordentlich Applaus. Paul Ziemiak, eine etwas überraschende Personalie, die Annegret Kramp-Karrenbauer da gezogen hat. Er wird mit 33 Jahren der jüngste Generalsekretär der Geschichte der CDU sein. Und interessanterweise, während sie ja nicht im Bundestag sitzt, ist er Bundestagsabgeordneter aus ihrer Sicht sehr sinnvoll, diese Wahl dieses jungen, konservativen Vorsitzenden der Jungen Union.